100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und 73 Jahre nach dem Zweiten befindet sich Deutschland wieder im Krieg. Zumindest wenn es nach einer kleinen Gruppe rechter Netzaktivisten geht. Die Mitglieder des Netzwerks Reconquista Germanica glauben, dass Deutschland kein souveräner Staat ist. Deshalb führen sie einen virtuellen Feldzug für die Souveränität Deutschlands. Ihr Schlachtfeld: Social Media. Zumindest hier im Netz können wir die Mainstream-Medien in Grund und Boden stampfen, sagt der Plattformgründer, der unter dem Synonym Nikolai Alexander auftritt. Die Kameraden von Reconquista Germanica betreiben einen eigenen YouTube-Kanal und haben sich beim Messenger-Dienst Discord so eine Art digitale Wolfsschanze aufgebaut. Eine Einsatzzentrale in Form eines passwortgeschützten Forums. Dort geht es streng militärisch zu, mit einer Hierarchie vom Rekruten bis zum General. Es gibt Heeresgruppen, ein Oberkommando, ein Offizierscasino und einen Verhörraum. Die Mitglieder sprechen sich untereinander mit ihren Rängen und als Kameraden an. Über die Untergruppe Tagesbefehl geben die rangoberen Order, wann und wo die Mitglieder mit ihren vielen Fake-Profilen aktiv werden sollen, um Inhalte zu teilen, sich in Debatten einzuklinken, Gegner zu attackieren oder Bewertungen zu manipulieren. Außerdem werden Presseberichte gesammelt oder Memes für die Verwendung in sozialen Netzwerken gefertigt. Reconquista Germanica gibt sich harmlos, bezeichnet sich als Satireprojekt von Gamern. In Wirklichkeit gibt es aber Verbindungen zur identitären Bewegung und eine massive Unterstützung der AfD. Außerdem mischt das Netzwerk kräftig in der Tagespolitik mit. Bereits im Umfeld des TV-Duells zwischen Angela Merkel und Martin Schulz hat Reconquista Germanica versucht, mit dem Hashtag Verräterduell Stimmung zu machen. Die neueste Attacke erfolgte gegen den ARD-Film Aufbruch ins Ungewisse, der am Mittwoch gezeigt wurde. Der Film beschreibt ein Zukunftsszenario, in dem überall in Europa rechte Diktaturen an die Macht gelangt sind und Dissidenten per Boot nach Afrika fliehen. In mehreren Tweets wird der Film wahlweise als antideutsche Propaganda oder GEZ-finanzierte Gehirnwäsche von Seiten des Staatsfunks bezeichnet. Für den virtuellen Feldzug gibt es eine detaillierte Bedienungsanleitung, das Handbuch für Medienguerillas. Wichtigster Grundsatz: Es geht nicht darum, jemanden zu überzeugen, sondern darum, wer vom Publikum Recht bekommt. Provozieren bis zur Weißglut und immer das letzte Wort haben, aber nichts strafrechtlich Relevantes posten, lautet ein weiterer Grundsatz. Und selber keine Gewalt androhen, sondern den anderen zum Ausrasten bringen. Das ist eine Bande von Idioten! Denn dann könne man diesen melden oder sperren lassen. Es gelte bei den Gegnern, Schwachpunkte zu suchen. Wenn es nicht anders gehe, könne man die Gegner auch schon mal als fett oder hässlich bezeichnen oder die Familie beleidigen. Insbesondere junge Frauen, die direkt von der Uni kommen, werden von den Schreibern des Handbuchs als klassische Opfer bezeichnet, weil sie es nicht gewohnt seien, einzustecken. Eine weitere Empfehlung: die Nazi-Keule schwingen, indem man den Gegnern Rassismus und Antisemitismus vorwirft. Wer es übertreibt und geblockt wird, sagen die Schreiber des Handbuchs, umso besser. Denn Blocken ist im digitalen Krieg so etwas wie die Verleihung des Eisernen Kreuzes. Nützlich sei auch der sogenannte Wolf im Schafspelz. Einfach einen Fake-Account des Gegners anlegen und dann in dessen Namen wirres Zeug posten. Den Kameraden wird auch empfohlen, die Macht der Bilder zu nutzen, indem man das Konterfei des Gegners mithilfe von Photoshop aus dem Zusammenhang reißt. So tauchte im Wahlkampf der trockene Alkoholiker Martin Schulz plötzlich vor einem Schnapsregal auf oder Angela Merkel mit dem Mantel von Adolf Hitler. Dann gibt es auch noch eine Reihe von Anleitungen zur Errichtung einer virtuellen Armee. Jeder sollte mehrere Twitter-Accounts haben, allen Mainstream-Medien und Politikern folgen und sobald diese etwas posten, deren Posts als Fake News bezeichnen. Außerdem sollte man andere Kämpfer zu den Waffen rufen, wenn irgendwo ein Gefecht ansteht. Derartige Netzaktivitäten sind eine Gefahr für die Demokratie, sagt Simon Hegelich, Professor für politische Datenwissenschaft. Vor allem, weil rechte Netzaktivitäten hierzulande überwiegen. Bei seinen Forschungen stellte Hegelich fest, dass es beispielsweise in Zusammenhang mit der Flüchtlingsdebatte
ein rechtes Cluster gibt, aber kein linkes. Es gibt zwar auch etliche Initiativen, die mit Hilfe von Fakten und sachlichen Diskussionen gegen die Hetze anschreiben, aber der Effekt ist gering, sagen Claire Wardle und Hossein Derakhshan, Autoren eines Berichts des Europarats. Viel erfolgreicher sind emotionale Inhalte im Netz, die Gefühle wie Überlegenheit, Ärger oder Angst hervorrufen. Zumal sich diese schnell und leicht verbreiten, weil Plattformen wie Facebook und Twitter darauf angelegt sind, sich über Likes, Kommentare oder geteilte Postings darzustellen. Die Folge davon ist eine Informationsverschmutzung auf globaler Ebene. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Der YouTube-Kanal von Reconquista Germania ist inzwischen für Deutschland und Österreich gesperrt. Und Discord hat bereits mehrfach die Löschung des RG-Servers veranlasst. Aber vorbei ist der braune Spuk deswegen noch nicht. Denn die Videos sind weiterhin auf anderen Plattformen zu sehen. Außerdem haben die rechten Medienaktivisten erst den Fall Grün, dann den Fall Blau und nun den Fall Gelb ausgerufen. Begriffe, die die Wehrmacht für Invasionen im Zweiten Weltkrieg verwendet hatte und die heute Codewörter für den Umzug auf neue Server sind. Möge die helle Flamme unserer Begeisterung niemals zum Erlöschen kommen.